Okay, herzlich willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. Wie immer, ich war ja in dem Dorf und ich weiß jetzt nicht, wo ich jetzt bin. Ich guck nochmal gerade. Ich bin hier. Ah, okay. Hier ist das Haar. Hier will ich hin. So, Hossa. Zum Hossa. Da wollen wir jetzt hin, ne? Aber wir haben ja die anderen Sachen gemacht. Und jetzt sind wir erstmal zum Hossa. Genau. Dann steigen wir erstmal aufs Pferd. Okay, Girl. Okay, Girl. Und abmarsch zum Hossa. Da war ich jetzt zuerst hin. Dann wollte ich mal gucken, dass ich den einen Typen befreie. Da werden wir wahrscheinlich alle Lieder machen. Weil ich mag Sekten auch nicht. Genau, hier ist das Dorf, wo wir waren. Genau, hier waren wir. Also reiten wir weiter. Oh, bevor wir hier weiterreiten, muss ich gerade was gucken. Wichtig, wichtig, wichtig. Bevor hier wieder... Nee, okay, bin auf Kopfhörer, aber ich muss mich leiser machen. So, leiser machen. Alles klar. Und weiter geht's. Ab zum Hossa. Heißt nicht Hossa, ich glaube, ich heiße anders. Ne? That's an interesting way of putting it, James. No doubt. I do interesting very well. It's trusting I don't do so well. Please. I know how to work with good. Ich mach mal ja. Hey, work in the right way. They all say that. I never met an idiot that called himself. Warte, ich muss mal gerade mein Pferd entfernen. Ich hab Gefühl, der müsste da hinten sein. Komm, lass mal den mal. Ach ja, hier kann man anbinden. Was denn? Einfach die Ruhe. Ah, komm. Hallo, scheiße. Was ist denn los? Hallo? Ja, auch nicht. So. Komm. Dan, was ist los, Dan? Pferdeinventar. B. Der geht nicht. Ach komm, wir gehen jetzt mal dahin. Wir fragen die mal. Ach, das ist der Hossa. This is Seamus. He's our new partner. I ain't no such thing. Prospective new partner, if he likes us. Liking ain't the problem. Trusting is, as I said. Keep your voices down. I don't want my boss hearing. This is a sideline. Of course. Look at us. Honest as the day is long. Exactly. I tell you what. Let us prove ourselves. Prove ourselves? To this clown, what you talking about? Good day, Hosea. Good luck with your business dealings. Listen, he's rough and ready and quick with his tongue, but I swear you can trust him and trust me. I'm an old man. You're not old, Seamus. I'm old enough, and you know I ain't dead. You don't trust idiots. Exactly. We're not idiots. Let us prove it to you. Okay, I'll tell you what. Arthur! Old Bob Crawford and his boys just bought a beautiful stolen stagecoach from upstate. It's in their barn. Now you go get that, and then we can work together. Who's old Bob Crawford? An acquaintance of mine. So you want us to take out your competition? Well, he's not just an acquaintance, but a cousin by marriage. I also want to see if you boys got what it takes. Now you survive that. Where is he? Well, he's in a farmhouse just northwest of here called Carmody Dell. It's just up the train tracks as you're heading up towards Fort Wallace. There's also some money in that house, but that's your business, not mine. But don't kill nobody. Folks know we ain't intimate no more, and they'll know it was me. But you're fine with us robbing your cousin. By marriage.
And yes, I'd love it. You heard the man. Let's go rob his cousin. By marriage. Angeheiratet. Jawohl, dann lass noch mal. Ja, lass mich mal auf mein Pferd. Really? Really. Look out, Arthur. Lead the way. He said the place is just northwest of here. Me? You're the one who's been out gallivanting around here. That's what you call it. Well, clearly you've recovered from your bear encounter. Can you just get this done? Gucken wir mal. Ach ja, die Linie ist gegeben, aber wir reiten direkt hier rüber. Weg. You could have played that better, couldn't you? Thought you wanted me here to show some strong arm. That's usually how it goes. Yes, but you know how this works. Look where you're going. Come on, Hosea. That feller's a joke. And that's why he's perfect. He won't cause us any problems. A safe spot to fence wagons and coaches? That's easy money for us. Arthur. I guess you're right. Come on, it's not like he's asking us to rob a bank. If the two of us can't steal a stagecoach from Seamus's old crooked cousin by marriage, we should hang up our hats now. Easy! Ne, wir galoppieren schon weiter. Ja klar, wir können jetzt schneller reiten, aber da hab ich irgendwie keinen Bock drauf. Ich finde das schön, wenn man ein bisschen so dam 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 dam. Oh, ich will ein Häschen. Oh, ich muss das halt, die müssen die noch die Hasen und das Eichhörnchen. Wir müssen das, also wir müssen jetzt eine Kutsche klauen. Oder einen Wagen klauen. Ohne die umzubringen, einfach so. Okay. Schauen wir mal, ob wir es hinkriegen. Watch out! Ja, also. Ich gucke mal in die Kamera, Mensch. Lass mich so. Oh, hier. That must be the place up ahead. We should go on foot from here. Leave your horse near these trees over here. What? Let's see what we're dealing with. Ah, komm. Come on. There's the house. I see the barn in the back. Stagecoach has to be in there. Okay, let's take a quick look at the place. Anyone around? Yes. Okay. I reckon we can do it now. I'll head over, distract him by putting on a little show while you sneak into the house, find what you can, then get the stagecoach. Or wait until nightfall. Sneak in, then I'll get the coach. You can try the house. What do you think? Tag und Nacht. Oh, komm, mach mal nach. Komm am Tag. Let's do it now. Sure. Versuch was mal. Don't follow me. Wait until I have them distracted outside, then sneak into the house. Lass dich hinter dir so gefallen und schleiche dich in das Haus. Na gut, gucken wir mal. Dass wir hinten herkommen am besten, wa? Hier hinten entlang. My good young man. Traubles Haus. Fare thee well, fare thee well.
Is your father home, son? Sure is. Get him down. Please, get him down here. So, Get lost, mister. I was lost for many years. I was lost many years. Now I'm not. And you know what? Oh, here he is. Are you the father of the house? Sure. Pleasure to meet you. I was just chatting with Junior here a bit. You selling something, partner? I'm not selling, sir. I'm giving it away. I was just telling Junior, what's your name, son? Robert Crawford III, sir. Yep. Oh, pleasure to meet you. Both of you, sir. My name is... Now, don't tell no one, because in New York, I'm kind of famous. I once performed on Broadway. Now, that's not important or relevant. I have been saved! I've been found! Oh, no, I saw it in your eyes. You think I'm a nut. Do you think I'm a nut, Bob Crawford III? I ain't interested in no religious talk. I'm not a religious talk. Respect to them as has it, but I got something better, way better than church. And twice as useful. Free. Spinal alignment. What? Spinal alignment. The Lord God Almighty. Mr. Naomi. Who never built us. But our brains in here, but our souls is in our yes, back. Yes, glaube ich. Was in der Truhe? You, sir, your back looks kind of tricky. Truhe öffnen? Sure. I can fix it for you. Just nehmen. 15 sessions. Whiskey 225, sir. 22 Dollar. Wir Truhe schließen wieder. Komm, jetzt Truhe schließen. You ever meet a Scot who didn't hobble in old age? But the English stand cold, Gin! They drink gin! And what is gin? Nein, nein, nicht schließen! Nehmen! Nehmen! Komm, was ist es? Was ist es? 29! Okay. Nehmen. 45 Dollar zusammenkriegen, ne? 41. Schließen die Schublade. Schließen die Schublade. Kommt der? Kann doch oben schließen. Nein. 41 Dollar. Wir müssen noch irgendwas haben. Look at me now. I dance every night. Women adore me. I got magic. Scheiße. Seriously, it's all about the spine. We think our brains is in our heads, but they are in our backs too. Oh. Oh. Fuck, ey, wir müssen weiter runter. Wir müssen gucken, dass wir auch jetzt gleich rauskommen. Gehen wir die Truhe. Durchsuchen. Oh, komm. Jetzt aber. Nehmen. Schließen. Schließen. Raus. Raus. Begib dich umgehend zur Scheune. Okay, wir gehen hinten rum zur Scheune. Schublade öffnen. Gehen wir zur Scheune rüber. Fuck you. Komm zur Scheune, ab zur Scheune, zur Scheune. Let's get the stagecoach. We need to leave now. Jetzt hier rauf. Eh, ne? Also da hinten rüber. Hier, ne? Eh. Okay, oh, ich hab. Komm, rutsch mal rüber, rutsch rüber. Come on, let's get out of here before the law shows up. You put the gun down. Ach komm. Hey, what are you doing? Keep it down. Yep. Shit, there's a man coming. Just play it cool. He might not know the situation here. Hoffentlich komme ich zurecht, weil Joystick kann ich nicht verwenden. Das geht nicht. Damn it, he's going for the law. Do something. You have to stop him. Use your talents, Arthur. Okay, then. Oh, great. Well done, Arthur. Nee, warte mal. Ah, scheiße. Ehrlich.
Ja, ich hätte den, umbringen müssen. Ja, gut, alles klar. Ich hoffe, dass ich setze jetzt auf den Wagen drauf. Come on, let's get out of here before the law shows up. Komm. Shit, there's a man coming. Just play it cool. He might not know the situation here. Hello. You Gavin, goddamn he's going monster. For the law. Are you Gavin, he's going for the law. Do something. Well, I guess he can't tell the law now. Okay, was das? Get was going. Das? Kann man gehen? Kann man fahren? Okay. We could have done this without killing anyone. It worked out. We got everything we needed. That's not the point. It might not have... What if there were more people around we didn't know about? We'd have dealt with them, too. All right. Fine. It's done now. Let's just get back to Emerald Ranch and turn this in. Yeah. I'm coming. So what were you able to lift from the house? A few bits and pieces. Nothing too fancy. Well, we need anything we can get right now. This was easier than hunting a 1,000-pound grizzly anyway. No doubt. I won't forget that in a hurry. I'm looking forward to your retelling of that one around the campfire. It wasn't the first time Mr. Matthews had stared death in the eye. And as usual, he did not flinch. Exactly. How long you think we're gonna stick around here for? Not sure. Till we can't, I suppose. Feels like we're starting to get back on our feet, slowly but surely. Just need to keep at it. Dutch has a new money chest stashed in a safe spot away from camp, but it's a long way from being full. I hope it's not stashed in town like we did in Blackwater. Even if we had to dump the money from the ferry, we could have at least got the rest out if it was hidden someplace else. Hätte ich die auch die Kutsche nehmen können, ohne die zum umzubringen? Das war jetzt meine Frage. Ja, ne? Es standen zwei Leute, das war das Problem. So, here's something strange. Okay, here we are. Just pull the coach into the barn there. Warte kurz in die Scheune. Gehen wir mal hier rein. Ne? Hallo, Seamus. We met your cousins. How was it? Fine. Nice people. Park that thing in here. Quickly. Nice work, Jose. It was mostly Arthur. Like I said, coarse but competent. Here. Thank you. If you find any other coaches that need selling, I'll see what I can offer you for them. But discreet, you know. Of course. Goodbye, gentlemen. I'm heading back to camp, I think. You coming? Ja, lass uns mal zum Camp gehen. Camp reiten. Manchmal kannst du auch Schnellreisen machen und so, also das brauchst nicht die ganze Zeit wahrscheinlich. Jetzt gehen wir erstmal zum Camp, da bezahlen wir alles ein, gucken wir mal, was wir machen können. Und dann gucken wir mal, wie wir den einen Typen befreien da oder was wir machen. Ah, sind Camp. Siehste? Geht auch schnell. So, ab anbinden, Alter, kann man anbinden. Du kannst jetzt gestohlene Wagen an. Achso. Okay, alles klar.
So, hier wollen wir mal zu dem Geldding gehen. Wir sind frei. We're free. We are alive. Good morning. And we are free. So enjoy yourselves. Life is good. Mr. Morgan. Mr. Morgan. I lied, man. Mr. Pearson. Well, I'm very grateful. Don't mention it, Reverend. So all of you, I made a fool of myself. And stay out of We've all done it. I get so confused and angry, and then I hear God laughing at me, and I get even angrier. And well, I'm a real prize dolt. I know it. Habe ich schon mal gehört, glaube ich, von ihm, ne? Good morning. Wollen wir mal zum Geld gehen? Ich will mir mal einzahlen hier. Das ist genau hier. Genau, hier ist das. Ah genau, die Schulden mal abliefern. Haben wir das auch aus der Tasche. Anteil 4. Beitrag Anteil. Kontrollbuch. Gucken wir mal rein. So, was haben wir denn? 206 Dollar können wir ausgeben, ne? Ja, meine ich. Okay, 128 steht da. Das ist das obere, 128. Ja, das steht, also hier oben steht das. Also, was noch? Jetzt kann man es sehen. Jetzt kann man es sehen, da. Da kann man es sehen. Okay. Also 128 und das können wir ausgeben, oder was? Nächste Seite. Arzneien, Vorräte. Vorräte, Momentchen. Cool. Vorräte kaufen. Frisches Obst. Einfache Kunden. Kaufen. Gerade gucken, was habe ich hier für auf. Mhm. Ah ja, genau, oben. Oben ist das Richtige. 104 habe ich noch. Richtige Abwechslung. Kautabak. Premium. Nehmen wir nächste Seite mal. Was haben wir denn da? Feuerkraft. Wurfmesser. Eins nach dem anderen. Dutch will etwas Gemütliches. Aha. Mehr Platz anbinden. Einige Bauhöfe verkaufen. Alte Hühnerstelle. 104 kann ich nicht kaufen. Sollen wir mal was sparen oder? Ne, machen wir hier mal. Ich würde sagen, lass uns mal ein bisschen Vorräte kaufen. Ja, machen wir dir noch ein paar Vorräte gerade, damit die noch was essen können. So. Haben die bisher besser Vorräte, genau. Dann habe ich nur noch 104. Was habe ich noch? 86 Dollar. Kokain-Kaugummi, Süßigkeiten auffüllen. Auffüllen. Sinne schärfen. Schlangenöhren, starke Magenbitter. Na, mal grad, haben wir noch irgendwas, was wir machen können? 72 Dollar. Schaffen wir nicht mehr. Feuerkraft, Wurfmesser, Flinten, Gewehr, Munition. Hätte ich das auch kaufen können, ne? Können wir uns auch mal einen Teil dazu tun? Wenn ich das kaufe. Na, fehlen 3 Dollar. Okay, dann müssen wir gerade mal... Moment, habe ich von meinem Geld das gekauft? Ja, schon meinem Geld noch mitgekauft. Alles klar. Jetzt wird spaßig. Brandsätze. 203 Dollar. Jetzt ist anders. Dutch will etwas Gemütlicheres. Unterkünfte. Das kann ich jetzt für mir holen. Von meinem Geld, ne? Ach, der Dutch will was Gemütliches. Ach so, der Dutch will was Gemütliches. Lagerkasse 0, okay. Ja, ja, gut. Das war. Der Dutch will was Gemütliches. Aha. Beitrag leisten. Okay. Wir machen folgendes. Gehen wir
De, hier. Den wollen wir, ne? Genau. Mary braucht ihn, um ihren Bruder aus dem Kult herauszuholen, der sich nennt. Haha. Kult. Den machen wir jetzt platt, den Kult. Den machen wir jetzt platt. Pass auf, dann machen wir noch. Sagt die Uhr? Alles klar, können wir machen. Ab zu meinem Pferd, den Kult machen wir platt. I am mighty glad to be out of that cold, Mr. Morgan. Me too. Oh, I am getting too old for this gallivant. Me too. Okay. Ja, da kommt. Dann lass uns mal reiten. Zu dem besagten Teil. Wir gucken, ob wir noch an Sachen vorbeikommen. Schauen wir mal. Und dann, wenn ich das gespielt habe, gehe ich frühstücken. Lecker, lecker frühstücken. Mal gucken, vielleicht mache ich auch eine Folge, wo wir mit dem Zug mal fahren. Weil da kann man nämlich auch noch viel erleben. Okay. Weil das Land ist ja groß, ne? Be interested in some friendly competition? I've come all the way north from Mexico to challenge a real American gunslinger. You him? Me? Real gunslinger? Let's find out. Okay, man. That's what I like to hear. Look, man, rules are simple, okay? Whoever shoots more of these bottles wins. Just draw your gun and aim when you're ready. All right. Shoot. Easy, man. Damn it all. How the hell did you beat me, huh? Better shot, I suppose. That didn't make me happy at all. How about we raise the stakes, huh? Come on. Could win real big, huh? Aha, that's a good call, amigo. Okay, whoever shoots four birds out of the sky first wins. Simple enough? Stand near me, and as soon as they come out, it's anyone's shot. Ja, gucken wir mal, be patient. Ah, there they go. Shoot! It was a good try, but maybe next time, huh? No. Listen, you need to pay me for your loss, okay? I ain't giving you shit. Okay, give me what you owe me, cowboy. Du bist bescheuert, Geld zu geben, ja. Aufheben. Aufheben, ja, war mal aufheben.
Ich kann doch, ich muss doch aufheben, ne? Ich will doch, da muss ich Tab drücken, das mache ich ja, ne? Oder warte mal, hier? Oder hier? Nee. Ich will das aufheben. Aufheben. Ja. Ich will das da aufheben. Warum macht er das denn nicht? Keine Ahnung, ja. Ich weiß nicht, warum ich das nicht aufheben kann. Ich habe eben letztes Mal auch schon versucht. Hat auch nicht geklappt. Keine Ahnung. Ich will auch mal so einen Hasen erledigen oder so. Oh, komm, reite mal weiter schnell. Komm, reite weiter. Wer weiß, was der vorhat. Easy now. Fuck you. Ach, scheiße, ich will so einen scheiß Hasen haben. Mann. Moment schon mal, da liegt einer. Ja. Hab ich den jetzt... Ach, den Raben hab ich umgebracht, ne? Aufheben. Kann ich das hier auch noch öffnen? Gerade, ja. Ich öffne das mal. Truhe nehmen. Okay, nehmen. Schließen wir die Truhe. Und gehen dann rüber. Genau, also. Komm, Pferdchen. Alright, girl. Dann machen wir weiter. Hasen, das ist das Problem. Da ist ein Hase. Nein, da ist ein Hase. Fuck you, ey. Scheiße, ich hab gedacht, ich hätte einen Hasen getroffen. Nein. Na gut, wieder zurück. Irgendwann habe ich keine Pfeile mehr. Pfeile. Noch ein Pfeil hier irgendwo. Warte mal. Hier Pfeil noch irgendwo. Ich will noch von Hasen treffen.
Ah, ich habe noch einen Pfeil erwischt, alles klar. Ja, Thresher Dan, ob wir da noch einen harten erwischen, das ist die große Frage. Noch mal so was finden. Ich komm mal hier rüber. Oh, was ist denn hier passiert? Hey there, friend! Come! Stop on by for a moment. The name's William. Okay, gucken wir mal. Hä? Gerade gucken. Ich gehe mal gerade zu dem William hin. William. Grüßen, Arthur. You familiar with the study of plants, my friend? Familiar ain't quite the word I'd use. Well, let me tell you. This great earth beneath our feet can provide everything man ever needs. But we've only reached a tiny bit of its potential. You see, there are thousands, maybe millions of plants all across this vast country we share. The mountains, the plains, the swamps. I mean to explore them all. To know all of nature's bounty and all of her wonder, if I can. Sure. But I'm only one man. Would you consider helping me with gathering herbs for my studies? Why? Knowledge, kindness, beauty. Schönheit. Tja, ich bin ignorant, unwissend, ugly, unfreundlich, nasty, und gemein. Well, na ja. Let's see if maybe we can do something about that. I'll see. Vielleicht. I'm looking for a plant called yarrow. You can distinguish it by its red flowers. It shouldn't be too hard to find. They thrive out in the open under direct sunlight. Pflanze geben? Ja, hab ich schon, ne? Let's see how this tastes. Oh, yeah. I feel better already. They were right. This stuff does have medicinal properties. You've been helpful. Thank you. You're a horseman, I know. You'll want to have this on hand. Mm-hmm. Save it for bad injuries. Heaven forbid your horse is in trouble. You'll be glad you had it. Now, if you don't mind, I'll be getting back to my studies. I look forward to our next meeting, Traveler. Traveler? Und jetzt? Verärgern, grüßen. Ja, naja. Okay, ja. Alles klar. Ja. Dann haben wir schon mal was gemacht. Was ist das hier? Okay, erstmal und alles. Na, lass mal liegen. Ja, dann erstmal mein Pferd wieder nehmen. Das war's nicht. Da ist mein Pferd. Und reiten weiter. Juhu. Ja, das ist super. Haben wir noch wieder was gemacht hier. Warte mal, wollen wir gerade was gucken? Okay, wir müssen hier entlang, alles klar, nicht so rum. Okay, also hier runter. Warte, ich bin dann mal hier schon. Dann gehen wir mal hier runter. Ah, nicht ganz hier. Nicht Fuß, den Huf brechen. Okay.
Stay back from the wagon, sir. Transporting a fugitive. Hey! Hey, you! Please! Jeez. You gotta get me out of here! Yeah, teach him a lesson! Let me out! Shoot the lock! Oh, komm schnell, sonst haben wir wieder einen Typen, der irgendwie... You gotta break me out of here, please! Oh, was willst du denn? Was machst du denn da? The lock! The lock! Shoot! Oh, fuck you, ey! Ja komm, steig wieder ab, ey. Oh Mann. Scheißdreck. Ah, forget it then. Hope you're never in the same bind. Was ist das Schloss? Da. Manchmal, ne, da will man einfach nur, ich weiß es nicht. Warum will das nicht? Alter. Eh. Abmarsch. Komm, wir müssen weg. Wir müssen weg hier. Don't you move. You don't move. Komm, weg, 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 weg. Los, hopp, 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 hopp. Jetzt aber absteigen. Let's go, girl. Absteigen. Oh, raus jetzt, ey. Am I glad you showed up when you did? I don't have no money to give you, but I do have some information that might interest a man like yourself. There's this odd lady. She collects things. Has a place north of Strawberry. All kinds of goodies out here. Might be something there for you. Yeah? Well, thanks again. Safe travels. Yeah, you too. Lay low. Come on, girl. Ja, das war ja wohl nix, wa? Warte. $90, ey. Scheiße, ey. Manchmal, da bin ich... Ah, da könnte ich kotzen, ey. So viel, Bohai nachher, so. Naja, gut. $90 Kopfgeld.
Naja, was willst du machen? Ich hab die eigentlich erschossen, da dürfte ich eigentlich kein Kopfgeld haben. Normalerweise, denke ich mal, weil die sind ja gar nicht dahin geritten und haben mich verpfiffen. Normalerweise, oder? Ein bisschen blöd eigentlich. Rattete, rattete, rattete. Wir reiten so durch die Nacht und haben alles gut gemacht. Das ist so ein alter Kerl, der reitet mir voraus. Da ist ein Hase und da ist ein Hase. Die kriege ich aber nicht. Ich glaube nicht, dass ich die kriege. Ja. Jawoll, ui. Jetzt hier runter, ja. Der hat auch nicht mehr so ganz. Oh, Pferd, Entschuldigung. Oh nein, oh nein, oh nein. Pass auf, machen wir eh. Wir stecken ja erstmal ab. Wir striegeln, füttern den erstmal, warte mal, füttern wir den erstmal. Damit er hier mal ein bisschen was zu essen kriegt. Wir striegeln mal gerade noch schnell. Oh, jawoll, schön. Streicheln wir den noch. There, girl. Jawoll, gut, Hammer. Gutes, gut, jawoll. Komm, noch ein Fütterchen noch. Einmal füttern, so, damit du noch was zu essen hast. Gut, und hier, ich geh mal gucken. Wir machen folgendes. Wir speichern gerade das Spiel. Spiel. Speichern. Wir nehmen den. Jawohl. Oh mein Gott. And what is Chelonianism? No less than the recent rediscovery of theology. 100 years ago, the great Chelonian master led pilgrims across the Lanahassee into the wilderness to found a great place of safety. A place of safety. That is where we are heading, Jamie. Yes, Jamie. That is where we are heading. Gentlemen! Shell of safety. Shell of safety. Can I speak to the boy? Arthur? Hello, son. Your sister is very worried.
The boy has chosen a path, sir. The path to truth. Well, I mean, his sister just wants to speak with him. Arthur, I've chosen a path. The boy has chosen a path. He's chosen safety. What path have you chosen, sir? Euch zu erschießen. Ungeduldig. I don't know about this nonsense. Let me speak to the boy. Genau. Are you always this negative and antagonistic, sir? Ärgern hier. Only when dealing with idiots. Now let me talk to the boy. I'm starting to lose my patience with you. Mummy. Goddamn lunatic. That's enough, Arthur! Now, kid, come on. This is crap. You're better than this. Better than what? Better than one in paradise? Better than thinking these fools know a damn thing about paradise. Now, let me take you home. You're a sad man, Arthur. You're a real sad man. Sure. Come on. Not a chance! Leave me alone, Arthur! I didn't ask for your help! Komm jetzt, reiten, 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 wir müssen sie kriegen. Oh ne, komm, komm, reite! Was ist denn los? Mein Gott, komm, ey, du wirst ihn wohl kriegen. Ach, scheiße. Komm, neu, mal zu neu starten, ey. Das Pferd reitete gar nicht. Leave me alone, Arthur! I didn't ask for your help! Yeah. Entschuldigung, ey. Mann, jetzt kommt die Nieserei. Hopp, 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 hopp. Reite, 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 reite. You can see this is crazy! You're the crazy one! For Christ's sakes, Jamie, just hold up a minute! I don't have to answer to you! Yep. Whoa, whoa, whoa. Sorry, just Mr. stop and let's talk about this! What are you gonna do, Jamie? Live the rest of your life in the mountains with those people? They're my friends! If you don't leave me alone, I'll shoot you! I swear it! What are you talking about? You ain't no killer! You don't know who I am!
Hey, hey! Was machst du denn da, du Idiot? Ach du Scheiße! Please, Arthur! I'm a man now! I found something! A calling! You're just a kid! You're making a big mistake! I'm not taking advice from you! You're an outlaw! You leave me alone! They're good people! I'm warning you, Arthur Morgan! Leave me alone! Please, kid. Put that gun down. I warn you, Arthur! I'm gonna... I don't want to live anymore! Kid, just calm down. Leave me alone! Schwein gehabt. Boah. Boah, jetzt eine runterhauen, ey. Hau dir meine runter. Okay. Okay. Oh Mann. It's okay, kid. Have I been a terrible fool, Arthur? I don't know enough about it. But one thing I do know. There ain't no shame in looking for a better world. I missed you, Arthur. Are you and Mary sweet on one another again? Oh, no. That's all a long time ago, son. Boah! Ich hab gedacht, ich krieg den nicht. This wasn't how I thought today would turn out. It's been a long time, Jamie Gillis. You were a kid last time I saw you. And didn't try to kill yourself. You know, you taught me how to ride a horse. Too well, apparently. Chelonia, though? Really? You'd fall for that? They were very nice to me. They're decent. I'm sure. Please tell me you didn't give them any money. Of course I did. They rely on charitable donations. Jesus, Jamie, come on. I just wanted to believe that there might be something good coming my way one day. Guess that's dead in the water. With the turtles. Shut up. All Father kept telling me was, you won't amount to anything. You're not enough of a man. I had to get away. I couldn't take it anymore. Forgive me, but your father's a bully and a coward. Don't listen to him. Hey, don't talk about him like that. What do you want me to say, Jamie? He's a good father, nice man. He won't be happy I saw you. Please send him my worst regards. The thing is, he's right. I'm not good at anything. Come on, that ain't true. Tell me something you like. Don't think too hard. Apples, I guess. Apples? Yeah, I love apples. Okay. I was thinking more along the lines of carpentry or horses or something, but all right, go work in an orchard then. By that token, you must really like shooting and robbing people. I only like shooting young idiots who run away from me when I'm trying to help them. Father told me what you do. I'm sure he did. Hey, are you still with Dutch and what was his name? Hester? Jose. Yep, still the same, sort of. And Annabelle and Bessie? I'm afraid they're dead. Shit. Maybe Mary did make the right choice. No doubt. But none of it is anything like the nonsense you read in the newspapers. So, are you two getting back together? I told you, no. Just ask me for a favor. You know Barry Linton's dead? Pneumonia. She told me. So the door's open, so to speak. That's all in the past. We're different people now. She's not. And you seem just the same. Well, maybe that right there's a problem. She was always too good for me. Let's just get you back to your sister. She's waiting at the station for us. Ja, Sekten sind keine Lösung. Sekten
scheiße. Deswegen hab ich ihn auch direkt umgebracht, den Typen, ey. Ah, die sprechen dir das Blaue vom Himmel und dann Arschlecken, ey. Was, du bist ja den hörig, oder was? Nee, danke, ey. Brauche ich nicht. Irgendwelche Religionssekten brauche ich nicht. Sowas brauche ich nicht, ey. Driss. Ja. Genau. Ja, wir reiten durch die Lande und sind jetzt gleich da. Here we are. She must be waiting inside. Ach, da hinten kann man wahrscheinlich anbinden, oder? You're nervous about seeing her, aren't you? Na komm mit. Kommen wir hierher oder hierher? We going in then? $90 habe ich nicht. Zahlen wir auch nicht. Make it quicker, I might run off again. Wir gehen hier mal rein. Hier ist was. Umdrehen. Aha. Bild Nummer 9. Ah, ja, da hinten ist sie. Jamie! Jamie! Come home! Please, you've... Father's been very sad. Father wouldn't know sadness if it died in his bed. But I'll come home for you. My boy. My sweet boy. Come on. Oh, Arthur. Thank you. Thank you. It's good to see you, Mary. And you, Arthur. And you. Oh, you'll never change. I know that. Werden wir das? Werden uns nie ändern. Nie. Ciao. I feel like the luckiest man alive, and I feel like a fool. That woman confuses me and plays me for a fiddle like no one else alive. I trust I will not make a god-awful fool of myself once more, but somehow I imagine I shall. Mm-hmm. Howdy. Someone gonna help a fella out? Somebody, please. I got real bad nerves. I can't work. Can you give me some money? Okay. Nachdem Arthur Jamie im Chumland Forest bei der Sekte, also versuchte er ihn zu überzeugen, mehr zurückzuholen. Überzeugt den Anführer, den... ohne Gewalt. Oh nein! Nein, Prior, nein! Ohne Gewalt. Nee. Was soll ich denn ohne Gewalt? Hallo? Mein Gott, ey. Hallo?
Was soll denn das? Wo ist mein Pferd eigentlich? Wo ist mein Pferd? Aber hier ist was. Hier, da ist was. Parched. Gehen wir mal dahin. Wo ist das? Ist vorbei. Ist weg. Okay. Hier müsste doch mein Pferd sein irgendwo, ne? Hallo? Index. Pferd. Mein Pferd, wo ist es? Ach da. Mister? Ja, mein Pferd hängt hier, genau. Also ab aufs Pferd. Warte mal gerade. Was ist denn da? Was ist denn da? Give a fella a nickel. Give me a dime. Give me something. Well, looky here. Maybe this is our man. You a bounty hunter, mister? Maybe. Ah. It depends. Well, I'm guessing you ain't here to pass the day, turn yourself in, or discuss the finer points of county law. Then I don't need to know much more than that until I got a reason to. All right. You smell that? This here's a livestock town, mister. Attracts delinquents and reprobates like flies. Now, I'm not a fellow to pass a quick judgment, but I've been around long enough to know you don't hire a saint to catch a sinner. You bring me what I need, and I'll pay you well, and I won't ask no questions. Okay. So, what is it you need? Why don't you have a look at that poster on the wall over there? He's a low-down huckster. He's been poisoning folks with his miracle cure from here to Ansburg. Killed more than Landon Ricketts without even pulling a trigger. Gets some kind of sick satisfaction out of it. A feller over at the saloon says he thought he saw him by the gorge straight north of here. You think you can bring him in? The money's good. I need him alive, though. I want to make sure the women he witted get compensated before he swings. I'll see what I can do. Well, good luck to you. And we need him alive. That's an important point. Alive, I got it. Lesens, ja? Gesucht. $50 Belohnung. Benedict Albright. Lebendig gesucht. Wegen dem Verkaufs schädlicher Substanz als Wundermittel, also so ein Betrüger. Der Flucht sollte ihn aber in der Nähe von Valentine aufhalten. Alle sachlichen Fälle oder Belogen sollte für sind richten an dieses Büro des Sheriffs von Valentine. Okay, zurück. Drehen, ne? Kann man lesen? Größern. Umdrehen. Ja! Weißes Blatt, okay. Weglinks F, ja. Okay. Na, ab zu meinem Pferd. Bum, bum. So, so langsam könnte ich frühstücken, glaube ich. Oh, herrlich. Gucken wir gerade, worauf bin ich jetzt hier faxiert? Ihr. Aufenthalt der gesuchten Person. Sollen wir mal gucken. Das könnte man doch vielleicht noch hinkriegen, oder? Schauen wir mal. Ist ja viel zu tun in der im Wilden Westen. Statt der Tod oder lebendig. Hey, Vollmond! Es wird aber dunkel schon wieder, wa?
dachte, ich konnte abkürzen, aber war ein bisschen... Ne. Der ging runter, aber gut, das ging... Herr Bertin kommt gegangen wahrscheinlich. Ja. Da ist ein Eichhörnchen. Oh, die gesuchte Person. Schauen wir mal. Ah, hier oben ist er, glaube ich. Gehen jetzt mal da hoch. Und gucken wir mal. Ich bin nicht die gesuchte Person. Ah, what we got here? Das ist er doch. Are you Benedict Albright? They love oh, sir? Weg. Huh. Kind of look like him. And I was told he'd be up here. No, not me, sir. It's because I want to buy some medicine. And I heard good things. I'll pay in gold. If you could help me find him. It's just... My mother's real sick. Real sick? Oh, well, if that's the case, if it's for a sick woman, I'd be happy to help. I'm a healer, you know? A medical man. A medical man. Finest medicine in the state. What? Game's over, mister. Put your hands up. I'm taking you in. Taking me in? What for? Apparently that stuff you're pushing is killing folk. And there's a price on your head. I don't know. It ain't my business. Come on, partner. That's crap. I'm a healer. I got an aura. I speak to spirits. I'm a scientist. Folks get real angry for no good reason. This is a mistake. Keep your hands up, buddy. They only want you for questioning. I have to insist that this is a mistake. Don't be a fool. Hold on. I'm slipping. Shit. Oh, shit. Sorry. Rein schnell hin, ey! Was ist das denn für eine Scheiße? Ich kann nicht sehen, das ist das Problem. Shit. I got across. Er hat sich gar nicht bewegt, ey. Swim to the edge! Grab on to something! Bin
bin ich denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn überhaupt? Hier bin ich, da ist er. Ach, scheiße, und das ist das Pferd da hinten. Na, das werde ich wohl nicht schaffen. Im Rennen. Hold your breath, rabbits! Hold your breath! Stehe ich an der Wand, ja. Fuck you, ey. Ich kann nichts sehen hier. Es ist viel zu dunkel. Scheiße. Es ist viel zu dunkel. Ich sehe ja gar nichts. Mann. Nochmal aufs Pferd. Ich sehe gar nichts, deswegen, ich habe irgendwo, bin ich geritten, keine Ahnung mehr. Ah, jetzt sehe ich wieder mehr, jetzt sehe ich mehr. Okay, jetzt sehe ich mehr. Hier rüber, hier rüber, hier rüber. Hallo, hallo. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Ich will doch hier rüber. Weiter. Komm, 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 Pferd. Er wollte schon wieder dahin. Swim to the edge. Grab on to something. Keep your head above water. Look out. Scheiße, wo ist denn die her? Hold your breath. Okay, weiter, weiter, weiter. Hier rüber. Dann hier hoch. Komm, Pferd, hey. Hoch. Ja, leck mich doch am Arsch, ey. Blödes Scheißvieh. Wo ist es denn? Ich muss ja oben entlang, oder was? Läuft da, da hinten schon da. Nee. Ich muss mit dem Pferd, aber das ist ein bisschen bescheuert. Oh, jetzt ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Pass auf, das Pferd. Also. Help! Help! Save me! Throw a rope or something, please! Have you got a lasso? Come here. Come here. Ganz hin, wie ich das will. Habe ich ihn jetzt gefesselt? Ja, ne? Plündern wir einfach mal erstmal. Just isn't your day, is it? Ja, und jetzt aufheben, ja. Die Frage ist, kann ich mein Pferd irgendwie holen?
Okay, es wird was länger dauern, glaube ich. Mein Pferd anscheinend, alles klar. Verstauen er. So, und jetzt E, ne? Let's go, girl. Okay, jetzt müssen wir hier runter. Wir müssen nur aufpassen, dass er nicht hier. Hier ein bisschen runter. Ich sehe sonst nichts, wenn ich das nicht mache. Okay. Wir bringen ihn noch zum Sheriff und dann ist erstmal Schluss für heute. Wenn das geht. Entschuldigung, aber manchmal komme ich mit der Tastatur nicht zurecht. Dann habe ich irgendeine falsche Tastatur gewählt. Eben hat das Pferd hat dann nicht hingelenkt, wo ich hin wollte. Das war auch ein bisschen blöd. Ich habe den weggelenkt und trotzdem ist er dann ins Wasser da reingestammt. Also ein bisschen blöd. Sir. I think I must be suffering from exposure. Hey, was soll ich denn schlagen? Oh, I seem to keep blacking out. I'm getting out of here. I must warn you, my temper. You do seem to keep blacking out. Ich glaube, er hat immer dasselbe geredet. Mama. Oh, Sir, this isn't necessary. I'm a medical man, a healer. It's all just a big mistake. Oh, I don't feel very well. I told you to shut up. Shut up, motherfucker. Who made you judge? I'm only in it for the money. Oh, I don't feel well at all. You're a bully, sir! For Christ's sake! He don't understand you more, and that's... Oh, my lord! I wasn't expecting you back so soon. Mrs. Calthorpe was just leaving. Sure. Where you want them? I'm selling the back. Oh. Oh, there's been some terrible mistake. I never did it. Any of it. I thought I told you to shut up, partner. But I told you. But nothing. Shut up. And, good luck. It's been real fun. You ain't much of a man. You ask folks for forgiveness, you remember this, partner? I've already forgotten. Now, sure, how much was you offering? $50. Here. Thank you. Madam. Please, remember what I told you. Jawohl! Gut gemacht! Du kannst den Kopfgeld auch direkt annehmen, wenn du die Stadt die Steckbrise anziehst. Aha, gute alte Quecksalbe. Auf dem Hinweis des Sheriffs von Valentine hin versucht Arthur in der Nähe des Docker Rivers einen gesuchten Verbrecher, Dennedick Al Wright, zu fangen und abzuliefern. Verhindert, dass Dennedick Al Wright von der Klippe fällt. Ja, das habe ich leider. Innerhalb von 1 Minute und 5 Sekunden bringen. Ja, okay. Ja, das kriege ich irgendwie alles nicht hin, keine Ahnung. Ja, ich würde sagen, jetzt gehen wir jetzt mal aufs Spiel. Speichern wir ab. Nimm mal den hier. Oh, yes. Jawohl.
Alles klar, ich würde sagen, das war's von Dead Red Redemption 2 wieder einmal. Ich habe wieder was gespielt. Guckt auch mal meine anderen Let's Plays wie Watch Dogs 2 und GTA. Und dann habe ich noch ein anderes. Und guckt einfach rein. Gebt dem beiden einen Daumen hoch. Like ein Like da. Und guckt meine Videos. Weil meine Aufrufzahlen sind nämlich miserabel. Ich wünsche euch was. Bye, euer Sai. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.